Ja, du hast es angesprochen, man muss ein bisschen versuchen, von seinen Sünden umzukehren, zumindest versuchen. Okay, was bedeutet das, von seinen Sünden umzukehren? Ist das wirklich, ich meine, ist das so leicht? Ist das, macht man das automatisch? Ja, weil wir lesen in Jona 3, Vers 10, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren und so weiter. Also Gott bezeichnet Umkehr von einem bösen Weg, Umkehr von Sünde, wie? Als Werke. Es ist ein Werk, von Sünden umzukehren. Und es ist so frustrierend, mit Leuten zu reden, die feststecken in dieser Irrlehre, weil sie sagen, scheinbar das Richtige erstmal. Sie sagen, ja, es ist nur Glaube, es ist nur Gnade. Aber es muss eine Bekehrung in deinem Leben stattfinden. Ich meine, okay, der Begriff Bekehrung, ich nutze den auch manchmal, aber was sie darunter verstehen ist, ja, du musst dein altes Leben hinter dir lassen. Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du musst Jesus als deinen Herrn anerkennen. Ja. Und diesen Herrschaftswechsel vollziehen. Umkehr von Sünde ist Werke. Das ist Werksgerechtigkeit, wenn du dein altes Leben hinter dir lassen musst und Jesus nachfolgen musst. Und da können die noch so sehr argumentieren, wie das angeblich von Gott alles gewirkt wird. Es ist einfach nur Werksgerechtigkeit anders verpackt. Mehr nicht. Weil sie machen letzten Endes doch die Erlösung abhängig von den Werken. Hast du die Werke oder nicht? Das zeigt dann den rettenden Glauben. Ja, es ist einfach nur anders verpackt, einfach nur schöner verpackt. Aber ich finde es deswegen noch umso hässlicher, weil es so betrügerisch ist. So verwirrend. Glaube allein, das ist, was rettet.